Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Herzlich willkommen zum Geheimnis der sieben Siegel. Das ist ein kleines Büchlein, das ich euch ans Herz lege, weil es in euch Energien erwecken kann, die wohltuend sind und die euren Anhaftungszustand an diese vergängliche Welt ein bisschen erleichtern. Ein bisschen dezimieren, könnte man sagen, denn wir identifizieren uns ja leider mit allen vergänglichen Objekten, die wir sehen. Wir sagen, das ist ein Hund, das ist eine Katze, das ist eine Frau, das ist ein Mann. Und wir stellen eine Beziehung her, die natürlich auch bei einem Hund, wenn wir einen Hund sehr lieben, nicht wahr, haben wir eine Anhaftung und haften an etwas Vergänglichem und dadurch kommt dann das Leiden. Und dieses Büchlein will euch zeigen, wie man damit ein bisschen umgeht und die Energiezentren, die zur Anhaftung führen, auch ein bisschen im Griff hat. Ja? Also, das Geheimnis der sieben Siegel. Schaut mal hier, naja, das seht ihr hier schon, das bist du, nein, das bist du nicht. Das ist dein Rückgrat und dein Kopf. Und entlang dieser Struktur Energiezentren, die, wenn wir jetzt sie ansprechen, erweckt werden. Schaut mal hier. Erste Chakra, zweite Chakra und so weiter, ja? Also die sieben Siegel sind diese Chakras, also diese sieben Energiezentren, es gibt mehr, auch mehrere davon, im menschlichen Körper. Und dann haben wir noch diese anderen, die noch zusätzlich sind, beeinflussen die aurische Struktur noch etwas, ja? Mal sehen, was wir hier noch zusammenfassend sagen könnten. Also die Wichtigkeit der Reihenfolge dieser Energiezentren, die von den Psychologen und Psychiatern falsch bewertet wird, nämlich die bewerten das von unten nach oben und sagen, der Mensch, das hat Freud gesagt, der Mensch entwickelt sich von unten nach oben. Das war falsch. Die geistige Struktur, also die Monade, sagen wir mal, die Wesenheit, die entwickelt sich von oben nach unten. Sie verlässt den Urgrund, geht in die Materie, baut Strukturen auf und die sind dann siebenstellig und auch mehr. Bei den früheren Astralrassen war das ein bisschen anders und so weiter und so weiter. Ich kann hier immer nur andeuten, meine Lieben. Und weil Sigmund Freud, sagen wir mal, die Sache so gesehen hat, dass der Mensch das Kundalini unten oder das Libido, wie er so sagt, sich unten aufbaut und dann nach oben geht, das stimmt zwar zum Teil, aber er hat daraus falsch geschlossen, dass der Mensch sich von unten nach oben, vom Sexuellen zum anderen entwickelt. Und auch so entstand. Nein, entstanden ist er, indem die Wesenheit in die Form fiel. Also von oben nach unten. Ja, na gut. Jetzt schauen wir mal, ob ich hier noch etwas finden kann, um euer Interesse ein bisschen, na das Gehirn, das ist doch mal was, ja, das Gehirn, das hat auch spirituelle Zentren und auch Zentren der Anhaftung. Ich war einer, der immer isst und sein Glück im Essen sucht, der überaktiviert dieses Zentrum im Gehirn und er wird zum Vielfraß zum Beispiel. Wir haben zwei wichtige Drüsen, das sind die Endokrinen, also die Zirbeldrüse und die Hypophyse. Diese, schon durch Karma beim Embryo, regulieren das Wachstum. Also wenn ein Mensch als Zwerg geboren wird, ja, jetzt will ich mal was Gemeines sagen. So wie der Scholz, unser Rumpelstilzchen. Das ist unglaublich, was es in der Welt so gibt. Entschuldigt diesen Ausdruck. Das ist peinlich. So. Wachstum wird beeinflusst. Aber eben doch auch karmisch. Dann kann es also sein, dass du durch Eltern geboren wirst, die eben auch das Problem mit der Endokrin und so weiter haben und das weitergeben. Aber die sind nicht schuld daran. Das Kind ist nicht das Produkt seiner Eltern. Immer wieder im Buch des Lichts gelehrt. Das Kind ist das Produkt deines eigenen Handelns. Im vergangenen Leben.
Ja, wir haben also hier diese, ich habe hier benannt, das ist also eine Teilschrift des Buches des Lichts, benannt die verschiedenen Drüsen, auch die Schilddrüse ist ganz wichtig, ja. Also das hat ja auch, also zum Beispiel Menschen, die im Gebirge geboren sind, haben oft Probleme mit der Schilddrüse. Warum? Weil die Schilddrüse eigentlich Jod braucht. Nun sind natürlich auch karmisch dort geboren, ja. Also die Schilddrüse braucht Jod. Und Jod ist im Meer, also in der Nähe des Meeres, viel mehr enthalten als in den Bergen. So könnte man das auch sagen. Und dann wird man karmisch eben im Meer geboren oder in den Bergen. Da gibt es eben so viele Drüsen, deren wirkliche Funktion hier, sagen wir mal, beschrieben ist, auch regulierend den Stoffwechsel und all diese Dinge. Und meine Lieben, es ist doch eins. Es wird im Augenblick so viel gelehrt und im Internet und so weiter, wie man gesund werden kann und alles. Ich kenne einige ganz hochentwickelte Heilige aus Los Angeles, die sind an Krebs gestorben, aber die haben verstanden, warum. Schaut mal. Die Ärzte, sage ich immer, wollen den Körper heilen. Wollen den Körper heilen. Das Buch des Lichts lehrt, der Körper ist die Krankheit. Der ist die Krankheit. Das heißt, der größte Heiler ist das Buch des Lichts. Wenn du möchtest, dass du in dieser Krankheit, eine Krankheit spricht zu euch. Guck mal, ich bin die Krankheit. Guten Tag. Ja. Das ist die Stunde der Wahrheit, mein Lieben. Keine Witze mehr, obwohl ich lache. Also erträgt man es leichter. Ja? Alles, was du wahrnimmst, ist eine Krankheit. Das Einzige, was nicht krank ist, das bist du selber. Wenn du dich, falls du dich, ob du dich löst von dem, was dich krank macht. Ja? Also das Buch des Lichts lehrt, das ist die Krankheit. Und wie heilt man? Indem man verhindert, dass man wieder in diese geisteskranke Welt, regiert von Geisteskranken, kommt. So. Schauen wir mal. Ja, also, ich habe hier zum Beispiel die Chakras. Schau mal. Der Hüter. Willst du mal den Hüter sehen? Weißt du, was das ist? Sieht man den? Ja, da ist er. Guck mal. Der Hüter der Schwelle. Der all deine Schwächen registriert, akkumuliert, bewahrt. Und er lebt durch dich auch. Das Buch des Lichts hat ein großes Problem. Es erweckt den Hüter in dir. Darum habe ich, und der spirituelle Name sowieso. Ich habe immer gesagt, pass auf. Wenn du einen spirituellen Namen willst, sei vorsichtig. Ja? Also das ist das Biest. Schau mal, das Biest. Und wir wissen, wie wir dieses Biest langsam, soll man sagen, also den Einfluss verringern können. Denn das Biest ernährt sich von dir, von dieser Hülle auch. Indem alle Gedanken, Emotionen sind alle mehr in der Aura als im physischen Körper. Sind in der Aura. Linga Sharira ist der Behälter der Emotionen. Dann strahlt es wieder auf das siebte Prinzip, also von oben gesehen, auf den Körper. Meine Lieben, ich habe hier etwas, das kann euch gut tun oder nicht. Also, ihr kennt ja vielleicht meine Sanskrit-Lehrbücher, ja? Gut. Die Buchstaben, die mit den Chakras verbunden sind, die sind hier genannt. Vorsicht. Ja? Sind hier genannt. Wenn ihr sie aussprecht, nehmt euch in Acht. Kein Alkohol trinken. Ja. Ihr seht ja auch zum Beispiel der Schütze,
Erste Chakra. Das Chakras sind auch Siegel. Und manchmal ist es besser, die Siegel nicht anzutasten, beziehungsweise sie nicht zu überlassen, sie nicht aufzubrechen. Und dann wird es schlimm. Also wir machen das hier vorsichtig. Ja? Und zwar die Buchstaben, die zu den Siegeln gehören, die sind auch verzeichnet. Ja? Zum Beispiel hier hast du H und Ch. H und Ch. Das ist das fünfte Siegel, zweite Chakra von oben. Chongong. Hier. Das sind die beiden Buchstaben zum Beispiel. Und wenn ich jetzt das Alphabet mich von euch verabschiede mit dem Alphabet, dann würde ich sagen, Vorsicht, wenn ihr es selber aussprechen wollt, besorgt euch die Sanskrit-Bücher, aber auch dieses hier. Das ist schon sehr gute Vorbereitung. Gibt es auch eine CD dazu. Also man sollte die Sanskrit-Buchstaben auswendig lernen. Oder man liest sie zunächst einmal ab. Dann erwächst du die Siegel. Ö, A, I, I, Ri, 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 Ö, I, O, Au, A, Ö. Koko, Koko, Na, Cha, 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 Nya, Da, 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 Na, Ta, Ta, Da, Da, Na. Ich hoffe, ich habe sie alle gesagt. Wenn du 50 Mal, ohne Alkohol getrunken zu haben natürlich und kein Fleisch gegessen worden, alles so, wenn du 50 Mal dieses Alphabet wiederholst, dann wirst du sehen, was passiert. Entweder etwas Wunderbares oder etwas Schreckliches. Das liegt an der Vorbereitung. Stück für Stück sollte man sich mit der Lehre befassen. Meine Lieben! Ehre sei dem Buch des Lichts. There's a power flowing from the sun across the universe. Can you feel it shining through your heart, touching your very self? Let it touch you, let it set you free. There isn't anything else for you to know. Kundalini, Kundalini, let the fire glow. Open up windows of your heart. Kundalini, Kundalini, all you need to know is yourself, you shall reach the stars. But it wasn't true. Don't you know that it is deep, deep inside of you? Can't you see?
the river grows. Open up the windows of your heart. Kundalini, Kundalini, let the fire glow. Open up and don't be afraid to fall. Oh, let go. Rahul, I...